Dean Kenyon war in den 60er bis 80er Jahren ein überzeugter Vertreter der chemischen Evolution und sein Buch wurde zum Bestseller. Seine Idee war, dass die chemischen Eigenschaften der Aminosäuren Ketten ausbildeten, die zu den ersten Proteinen führten. Doch kaum wenige Jahre nach der Veröffentlichung zweifelte Kenyon an seiner eigenen Theorie. Das Problem war die Abstimmung zwischen den Aminosäuren und der DNA. Die genetische Information, ohne die die ersten Proteine sich nicht formieren konnten. Denn die Aminosäureketten bildeten sich nicht einfach durch die Anziehungskräfte zwischen den Einzelteilen, sondern werden in der DNA bestimmt. In der DNA-Doppelhelix-Struktur steckt eine eindeutige Information, die den Aufbau der Proteine bestimmt. In der DNA treten vier Basen A, C, T und G auf. Die Kodierung erfolgt durch die genaue Anordnung dieser Basen. Hier wurde die genaue Bauanweisung der Zusammenstellung der Aminosäuren zu Proteinen kodiert, durch die genaue Folge der Basenpaare. Unsere DNA enthält die Bauanleitung für all das, was uns ausmacht. Kenyon sagt selber, dass die Herkunft der genetischen Information selbst vernachlässigt wurde und deswegen er seinen Standpunkt nochmal genauestens überprüfen musste, sodass er zu der Meinung kam, dass sogar für die einfachste Zelle nicht die geringste Wahrscheinlichkeit besteht für eine Entstehung des Lebens durch chemische Evolution. Doch schauen wir uns an, wie genau die DNA im Körper versteckt ist. Eine menschliche Zelle besitzt, abgesehen von Blutzellen, einen Zellkern. In dem Zellkern gibt es Chromosomen. Ein Chromosom besteht aus zwei identischen Teilen, den Chromatiden. Jedes Chromatid besteht aus einem DNA-Faden. Sie ist um den sogenannten Histonen gewickelt und ist somit genau im Zellkern verpackt. Ein DNA-Faden besteht aus zwei Strängen, weswegen sie als Doppelhelix bezeichnet werden. Würde man alle DNA-Fäden aus einem Zellkern aneinanderreihen, wären sie über 2 Meter lang. Der Mensch besitzt 100 Billionen Zellen, davon sind 25% Blutzellen, die keinen Zellkern besitzen. Die Länge der DNA in einem Menschen beträgt also 150 Milliarden Kilometer, also 1000-mal die Strecke von der Erde bis zur Sonne. Insgesamt besteht die gesamte DNA des Menschen aus 3,2 Milliarden Basenpaaren. Würde man diese Information als Buchstaben in einer einzigen Zeile schreiben, so würde diese Buchstabenkette vom Nordpol bis zum Äquator reichen. Würde man einen Stecknadelkopf von 2 mm Durchmesser mit DNA füllen, wären 15 Billionen Taschenbücher mit jeweils 160 Seiten Informationen in dieser Stecknadel gespeichert. Diese Zahlen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Doch eine ganz besondere Zahl faszinierte die Wissenschaftler erneut. Alle 10 Basenpaare dreht sich der Strang einmal um sich selbst. Betrachtet man dieses Stück der 10 gestapelten Basenpaare, erhält man ein goldenes Rechteck, also ein Rechteck, in dem die Seiten im goldenen Schnitt zueinander sind. Die Doppelhelix benutzt 4 Buchstaben. Ist es Zufall, dass Pythagoras, der ja lange vor der Entdeckung der DNA gelebt hat, der Meinung war, dass das Rätsel der Welt sich in der Zahl 4 versteckt? Bill Gates sagte mal, dass die DNA wie ein Computerprogramm sei, nur die Programmierung sei komplexer als alles, was wir uns bisher ausdenken konnten. Dabei ist noch die Programmierung der Verknüpfung mit dem Körper und dem Gehirn notwendig.
Während des 19. Jahrhunderts hielten die Wissenschaftler an zwei grundlegenden Größen fest: Materie und Energie. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stellte man fest, dass es eine dritte Größe gibt: die Information. Etwas Materielles, wie physikalische und chemische Prozesse, kann nichts Nichtmaterielles hervorbringen. Information ist nicht materiell. Dadurch folgt zum Beispiel erstmal, dass der Mensch demnach eine nicht materielle Komponente besitzen muss, weil wir Menschen ja durchaus Information erzeugen können. Evolution verlangt, dass Information von alleine aus Masse und Energie entstanden ist. Dies widerspricht den Prinzipien der Information, da Information, also Immaterielles, nur durch Immaterielles hervorgebracht werden kann.